Wir sind heute im Audi-Zentrum in Ulm. Da werden heute die neuen Next-Level-Luxury-Modelle vorgestellt. Wir sind schon mega gespannt, was der Abend heute mit sich bringen wird. Also freut euch drauf. Okay, wir sind jetzt hier mit Falk Gerlach, das ist der Verkaufsleiter vom Audi-Zentrum in Ulm. So, was wird denn heute Abend alles auf uns zukommen? Wir werden ein großes Showprogramm machen, unser Next Level Luxury präsentieren. Das heißt A6, A7, A8 und natürlich unser neues Flaggschiff, den Q8. Und was für eine Zielgruppe möchte Audi denn ansprechen mit den neuen Modellen? Natürlich Selbstständige, Businesskunden, Großkunden, natürlich auch Privatkunden. Unser A6 ist sehr gern genommenes Modell. Und mit dem neuen, da setzen wir wieder Maßstäbe und deshalb setzen wir das heute hier auf dieser Präsentation in das richtige Licht. Unterscheiden die beiden so komplett voneinander? Natürlich die Karosserieform, die Limousine hat man gerade gesehen. Jetzt haben wir jetzt ganz aktuell den Avant hier. Ja, also es macht wirklich Spaß. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Die Präsentation war hochprofessionell, prima gemacht von den einzelnen Mitarbeitern hier und war locker, gute Atmosphäre, war ganz prima. Müssen wir bloß noch mal einen Schlüssel irgendwo herkriegen. Wo kriegt man einen Schlüssel her? Ich hoffe, wäre ja schön, wenn er schon stecken würde und wir nur noch Start drücken müssen, gell? Okay, würden Sie sagen, der Abend heute ist gelungen? Also ich finde es sehr, absolut. Tolle Fahrzeuge. Ich glaube, den Leuten hat es auch gut gefallen. Man hat es im Applaus gesehen und man sieht jetzt auch schön, was los ist an den Autos. Ich glaube, es war ein sehr schöner Abend bisher, ja. Super schön, super angenehm, tolle Atmosphäre, schöne Autos, gutes Essen. Also rundum gelungen. Haben Sie auch einen Favoriten? Ja, aber für mich auf jeden Fall der Q8, das schönste Auto hier heute Abend, ja. Sehr schön, sehr interessant, sehr unterhaltsam und toll inszeniert. Der ganze Abend insgesamt war sehr gelungen. Von Essen angefangen, alle Spitze. Autos selbstverständlich vom Besten. Und sonst kann man eigentlich nur sagen, toi, 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 Audi macht so weiter. Ich bin von Haus aus ein Audi-Fan, habe schon diverse Audis gehabt und wenn meine Garage breit genug wäre, würde ich hier alle reinstellen, ja. Das wäre natürlich ein Traum, ne? Ja, aber das geben ja die Garagen nicht her. Ja, wenn das das kleinste Problem ist, dann ist ja auch in Ordnung, oder? Ja, genau, ja. Wie fühlt es sich denn an, in diesem schönen Auto zu sitzen? Schön. Prima. Schönes Gefühl. Also können Sie sich vorstellen, das auch mit nach Hause zu nehmen? Wenn der Geldbeutel mitmachen würde, ja. So, das war's jetzt vom heutigen Abend. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Schreibt uns doch in die Kommentare, was euer Favorit ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ulm Online TV, der Sender für Ulm und Umgebung.